Hallo YouTube. Willkommen in deinem nächsten Chillers Art Game. Night Security steht jetzt auf dem Plan. Es hört sich schon sehr cozy an, das Spiel. Was soll schon schief gehen? Naja, Jet ist auch dabei. Wir gehen dann einfach mal rein, ne? Cool. Hab richtig Lust. Super. Ist auch gar nicht laut. Bist du sicher, dein aktueller Spielstand wird gelöscht? Ey. Achso, es ist eine generelle Meldung, glaube ich, ne? Okay. Loading. Okay, wir müssen erstmal kurz ein paar Einstellungen machen. Und zwar die Lautstärke, die machen wir definitiv runter. Machen die erstmal auf 70. Aber wir machen es direkt auf 60, würde ich sagen. Ein bisschen angenehmer. Wir machen die Mausempfindlichkeit auf 1. Besser ist das? Nee. Grafik machen wir. Warum ist die denn eigentlich mal so unten? Ultra? So. Sollte passen. Würde ich sagen, ne? Dann gucken wir mal, was hier passiert. Die Steuerung ist ein bisschen anders. Oh mein Gott. Warte mal. Wir machen, glaube ich, den V-Sync an. Vorsichtshalber, das war ein bisschen komisch. Und den VHS-Filter machen wir aus, weil ich mag das tatsächlich nicht so mit diesem Filter. Ah. Oh. Schon besser. Okay. Wir sind größer dieses Mal und haben einen fantastischen Ausblick auf eine Stadt. Okay, sieht schon cool aus mit der Skyline. Und es regnet mal wieder. Natürlich regnet es wieder. Wir haben Lego. Wir haben ein Kind, glaube ich, würde ich sagen, oder? Willst du was zu essen? Boah, hätte ich jetzt auch Bock drauf, ne? Bin ich ehrlich. Ich habe ein bisschen Hunger. Wir haben den 22. Oktober. Ah, wir haben den 23. Oktober. Happy Birthday! Yay! Irgendjemand hat Geburtstag. Entweder haben wir Geburtstag oder Frau hat Geburtstag, Kind, Schwester. Irgendjemand hat Geburtstag auf jeden Fall. Finden wir bestimmt noch heraus. Das ist schon chillig, muss ich sagen. Also mit der Küche hier so ein bisschen. Irgendwie mag ich das. Irgendwie hat das was. Boah, Jet, wir könnten hier einfach einen Streaming-Bereich. Also das kommt einfach weg. Hier kommt ein Streaming-Bereich hin. Hier ist einfach Wohnzimmer. Hätte was, ne? Guck mal in den Kühlschrank. Wir haben eine Torte. 7. Also geht es hier um ein Kind. Also der Sohn, Tochter hat Geburtstag. Und das ist eine Familie, Mutter, Vater und eine Tochter. Okay. Ist die Frage, sind wir gerade der Vater oder die Mutter? Wir haben eine Toilette. Hier haben wir Wäsche. Ist auch schön, dass uns die Wäsche so schön anschauen. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich finde das irgendwie schon ganz nice, dass der Toilettenbereich und der Duschbereich getrennt ist, weil im Prinzip, wenn du halt duschen muss. Oder wenn jemand duschen ist, meine ich. Und ihr dringend auf Toilette müsst, müsst ihr halt nicht warten. Das ist schon eigentlich ganz angenehm, ne? So. Hier ist das Kind. Das Kind liegt da auch. Wir gehen an den Schrank. Und ziehen uns anscheinend um. Okay. Die Frau schläft. Ist auch irgendwie gar nicht creepy, so einmal so sich dahin zu hocken und beim Schlafen zuzuschauen. Da ist die Tochter, die Geburtstag hat. Irgendwas passiert. Ist laut. Ich dachte, wir dürfen das Auto fahren. Ich hatte kurz Hoffnung. Wir müssen nochmal den Lautstärke anpassen. Sorry, Chat. Regengeräusche sind wirklich laut, ne? So.
Okay. 22. Oktober, Wachmann 35. Also wir sind, glaube ich, 35 Jahre alt, wir sind Wachmann. Lest euch das vor, was da oben hinter der Cam steht. Kann auch theoretisch. Wartet mal. Ich packe mich einfach mal in die Ecke. Und vielleicht passt das ja so. Okay. Wir sind Wachmann. Das ist schon mal gut zu wissen. Also, obviously durch den Titel wissen wir das ja. Aber ist die Frage, was beschützen wir? Und wo ist der Eingang zu unserer Arbeit? Ach, hier. Ich mag nicht mal regnen. Also Regen in der Großstadt ist halt schon irgendwie cool, ne? Muss ich jetzt sagen. Das mag ich auch beim Map hier manchmal, wenn es regnet. So, da ist irgendjemand gelaufen. Konban war. Also hier ist so schlecht der Bereich, wo wir hin müssen. Rechts ist der Überwachungsraum. Ich sollte nachsehen, was meine Aufgaben sind. Ja, machen wir. Es ist Mitternacht. Es ist Mitternacht, Chat. Feueralarm überprüfen und Türen abschließen. Licht im Bad ausschalten. Heute nach Leute nach Hause schicken. Von Kaigo Ochigi, dem ehemaligen Wachmann, fehlt jede Spur. Er hat wahrscheinlich gekündigt. Deshalb zähle ich ab jetzt auf sie. Das Unternehmen hat eine Regel, dass nach Mitternacht keine Überstunden gemacht werden dürfen. Überprüfen Sie die Uhr, die Überwachungskameras und die Sicherheitsdetails, bevor Sie Ihren Rundgang beginnen. Mit freundlichen Grüßen, Manager Yamamoto. Okay. Wir lassen die Musik an. Also, wir haben folgende Aufgaben. Wir haben folgende Aufgaben, Chat, in diesem wunderbaren, gruseligen Haus. Wir sollen den Feueralarm überprüfen und die Türen abschließen, Licht im Bad ausschalten und Leute nach Hause schicken. Scheint so, als wären noch Leute hier. Ich sollte meinen Rundgang im ersten Stock beginnen und die Türen abschließen. Okay. Alright. Dann machen wir das einfach mal, ne? So, hören Sie mal. Jetzt wird aber hier aufgehört zu arbeiten, ne? So. Guten Abend. Ist hier jemand? Alles normal. Ja, guck mal, das ist der Feueralarm, ne? Okay. Gut. Tür wird abgeschlossen. Super. Müssen wir das hier auch überprüfen? Nein. Chat. Tür Nummer 1 wurde überprüft. Hier ist zu. Wie einer von euch arbeitet hier noch, Chat. Wie einer von euch arbeitet hier noch. Denkt dran, ihr sollt keine Überstunden machen, ihr sollt nach Hause. Oh Mann, war. Alles normal. Gucken wir mal, ob sich hier jemand versteckt. Achso. Das ist einfach der gleiche Eingang. Naja, gut zu wissen. Ich glaube, wir können jetzt gleich da rein, ne? Okay. Super. Können wir die Tür auch abschließen? Hallo? Können Sie bitte aufhören zu arbeiten? Sie sollen nach Hause. Gehen Sie. Ach. Sie müssen der neue Nachtwächter sein. Ist es schon so spät? Tja, da könnten die einen Rest morgen erledigen. Man sieht sich. Hau ab jetzt hier. Aber hurtig, mein Freund. Aber ganz schnell hier. Lauf. Musst du ganz genau darauf achten, dass der geht? Aber hurtig hier, ne? Freundchen. Das ist der Ausgang. Will du mich trollen? Oh, was sind das für eklige Geräusche die ganze Zeit? Oh nee, ey. Familienspiel, ich merke schon, Chat. So. Hier ist alles soweit normal.
Schließen wir einmal hier ab. Schließen natürlich auch einmal. Können wir hier auch abschließen? Nein, kann man nicht abschließen. Aber wir können hier zumachen. So. Ja, aber zugemacht. So, gucken wir mal, ob jemand auf Toilette ist. Hallo, ist jemand auf Toilette? Ich dachte, wir können jemanden rauswerfen hier, Chat. Oh, das wäre schon lustig. Ach so, das ist das Badelicht. Ah, stimmt. Ergibt Sinn. Haben wir da ausgemacht. Gut. Können wir die Tür auch abschließen? Nein. Stell mal vor, da sitzt jemand auf dem Port und ihr macht einfach die Tür auf und sagt, hallo. So. Nur ganz frech auf der Frauentoilette. Weiß ich ja nicht so recht. Was für ein Geräusch? Achso, weil wir eine Quest erfüllt haben, glaube ich, ne? Gut. So, wir haben hier Automaten. Wir haben hier einen Kopierer. Gehen wir mal in Etage 1, ne? Und schauen mal, ob die dort artig sind. So, Etage 1. Auch nicht. Nee. Hallo. Ist aber nicht Etage 1. Meine Interpretation ist das Etage 2, wo wir gerade sind. Ich habe die To-Do-Liste gerade nebenbei abfotografiert. Weil ich halt dachte, man kann das nicht nachschauen. Reden wir nicht drüber. Okay. Gut, da sind wir. 2F. Schon mal angenehm hier mit den Sesseln, ne? Gucken wir mal. So. Hallo. Oh mein Gott. Hey, wer ist da? Was wollen Sie? Oh, der Nachtwächter. Könnten Sie bitte das Licht anlassen? Ich werde es später ausmachen. Oh, schade. Schade, schade. Ich hätte das Licht jetzt ausgemacht. Ich hätte gesagt, wie es ist. Ich sag, wie es ist. Ich hätte das Licht ausgemacht. Bin ein freundlicher Nachtwächter, wisst ihr? So. Alles normal. Temper will das Fremde im Dunkeln kacken. Hast du ein Handy? To be honest. Benutzt halt das Handylicht. So. Ah, Dunkelheit ist doch immer wieder was Feines. Entschuldigen Sie, Ihre Arbeitszeit ist vorbei. Was gibt's? Ah, bist du etwa? Hm, du bist echt cool. Hier, ich gebe dir meine Nummer. Wenn wir keine Kontaktdaten austauschen, werde ich auch nicht gehen. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Ignoriere mich besser nicht. Auf Wiedersehen. Der Nachtwächter. Huch. Was passiert hier? Siehst du immer noch daran? Okay. Das ist hart. Geh nach Hause, gib dein Bestes. Okay. Weird. Alles normal. Spannend. Okay, wir müssen uns an den Büros genauer umschauen, merke ich gerade. Bin sehr fokussiert auf diesen Feuermelder, ne? Das ist ja wichtig. Nun. Okay. Das können wir leider nicht zuschließen, tatsächlich. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wenn wir das nämlich offen lassen, dass einfach jemand darüber läuft, wisst ihr, wie ich meine. Naja. Alles normal. Das passt soweit. Ich frage mich ja gerade, was das halt mit dem Fernseher war. Das verwirrt mich ein bisschen, muss ich gestehen. Naja.
Gehen wir erstmal weiter, ne? So, 2F. Das ist auch soweit abgeschlossen. Ich glaube, dieses Dö-Dö-Dö bedeutet, dass wir eine Quest abgeschlossen haben, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher, bin ich ehrlich. Hier ist der Fahrstuhl. So, nehmen wir noch auf Toilette. Oh, ist aber echt eine lange Sitzung hier auch, ne? Weiß ich ja nicht so recht. Naja. Gut. Die Etage ist durch. So, dann würde ich sagen, geht es jetzt auf Etage 3. Ah, wir haben schon einen schönen Job-Chat, würde ich sagen, ne? Laufen durchs Haus. Alles sehr entspannt. Super auch. Gut. Hallo. Kommt man wahr? Sie müssen aufhören zu arbeiten. Was hier keiner? Warum haben sie das Licht ausgemacht? Ich habe doch gesagt, ich kümmere mich darum. Hä? Ah, wir sind auf einer anderen Etage. Was sind das für Geräusche? Auch super Job, ne? Also wirklich super Job. Was ist da hinten? Tür? Ich glaube, da ist jemand gegangen. Okay. Komm, Mann, war. Hallo? Auch super angenehm, ne? Ich habe meinen Rundgang noch nicht beendet. Achso, ich muss dann einmal da durchgehen. Ah. Hallo? Komm, Mann, war. Ist hier jemand? Alles normal. Okay. Weiß ja nicht so recht, ne? Muss morgen fertig sein. Das muss morgen fertig sein. Was schaust du hin? Ja, wo schaust du hin? Hey, hörst du zu? Hörst du zu? Wurde da gerade ein Mensch abgebildet? Beim Flackern? Weiß das nicht. Ja, was soll auch schon schief gehen, ne? Genau. Naja, wir schließen mal ab weiter und gehen mal weiter. Was ein merkwürdiger Fahrstuhl. Ist auch wirklich ein super Bürogebäude. Hallo, ist hier jemand drinnen? Ich bin der Neue. Ich bin aber bald nicht mehr der Neue. Alles normal, das ist doch super. Hallo? Hallo. Auch wirklich sehr entspannt, das Bürogebäude, wirklich. Hier kommen doch Geräusche die ganze Zeit her. Was ist denn hier los? Was sind da oben Leute am Arbeiten? Auch wirklich angenehm. Wirklich. Okay. Haben wir die Leute aus anderen Stockwerken? Oder aus dem... Ach, kann auch hier aus dem Flur halt sein, ne? So ein bisschen...
Versteckt sich hier jemand? Warte mal. Hallo? Hey? Hey, da ist doch jemand. Hä? Hey, das ist doch safe jemand. Chat, was soll das? Okay. Ich kann aber nicht lang, okay. Ja, ja. Vielleicht hören wir die aus einem anderen Stockwerk oder so. Also irgendwas stimmt mit diesem Gebäude aber auch nicht, ne? Aber super entspannt. Super, super, duper. Wirklich toll entspannt. Okay, so. Ja, dann gehen wir mal auf Etage 4, ne? Die Zahl 4 ist in Japan nebenbei keine tolle Zahl. Mhm. 4F. Komm, man war der Nachtwächter. Wir sollten die Sachen hier auch schon ausmachen, ne? Wie mache ich das denn aus? Gar nicht, wie es aussieht. Okay. Was sind das denn für Bilder? Können wir das nicht ausmachen, das Ding? Das merken wir uns mal mit der Frau. Was waren unsere Ziele? Feueralarm, Licht im Bad ausschalten. Okay. Auch wirklich angenehm, ne? Die Leuchtstofflampe flackert. Ich muss sie ersetzen. Ja, das sollten wir ja hinbekommen, ne? Ah! Jemand im Fenster. Taucht er wieder auf? Auch wirklich angenehm hier, ne? Hallo? Entschuldigen Sie, Sie müssen aufhören. Sie schon wieder. Mein Chef will, dass bis morgen früh alles erledigt ist. Das schaffe ich nie. Hätte ich nicht gedacht, dass das Arbeiten so hart sein würde. Wir werden nicht mehr Überstunden bezahlt. So habe ich es mir nicht vorgestellt. Sie sind der Einzige, der weiß, wie hart ich arbeite. Immerhin geht's mir besser, wenn Sie da sind. Schließlich kann ich dann Feierabend machen. Also, ich gehe dann mal. Bis morgen. Auto, Sie bitte ab. Ja. Müssen die Lampe ersetzen. Chat, denk dran. Lampe ersetzen. Also irgendwas stimmt mit dem Gebäude nicht, ne? Also wirklich, ist super unangenehm hier zu arbeiten. Leuchtstofflampe. Ist nur die Frage, kriegen wir hier eine und müssen wir wieder auf Etage 0 dafür? Ich muss noch die Leuchtstofflampe austauschen. Okay, es geht auf dieser Etage. Check. Ah, ich meine. Alright. So, gucken wir mal, ob hier jemand ist. Hallo? Ist hier jemand? Anscheinend ist hier jemand. Der hat zumindest was kaputt. Da ist eine Leuchtstofflampe auf den Boden gefallen, Chat. Ist hier aus dem Ding rausgefallen? Wir müssen zwei ersetzen. Potenziell. Hey. Was ist denn hier los? Wir haben uns keinen guten Job ausgesucht, um unsere Familie zu verpflegen. Wirklich nicht. Keinen guten Job.
Wieso haben wir die Leuchtstofflampe denn jetzt hier austauschen? Können wir die einfach hier rausnehmen? Nein. Alles gerade. Also, wie heißt das Wort? Gaslighte mich gerade selbst. War das Papier gerade da auch schon auf dem Boden? Verwirrt. Oh no, jetzt fängt an. Wo kriegen wir diese komische Lampe her? Weiß wo. Sehr schön. Okay. Eine Leuchtstofflampe erhalten. Alright. Dann packen wir die mal hier rein, vorsichtig. Nicht, dass sie kaputt geht. Super. Guck mal, der Geist ist da. Geist, Dämon oder was auch immer ist auch nicht da. Jetzt frage ich mich, ob wir noch eine zweite nehmen können. Ne, können wir leider nicht. Ha, wir kommen zurück, Elitian. Dann müssen wir das dazu machen. Ich hätte halt gedacht, dass wir vielleicht dort auch was austauschen können, aber anscheinend nicht. Gut, die Ebene ist beendet. Ich frage mich halt immer noch, was das mit dem Bild soll, um ehrlich zu sein. Kurios. Gut, Chat. Ab auf die nächste Etage. So. Der Leuchtstoff ist doch technisch gesehen auch ein Gaslight. Wegen der Neon, das Gitter ist draußen drin. Wow. Okay. Super. Und? Macht Spaß? Familienspiel. Also, hä? Hallo? Hä? Hallo? Ich muss hier raus. Hallo? Hä? Ja, ist super, Pani. Ist super angenehm, muss ich sagen. Ist wirklich toll. Spannend, also wirklich angenehm. Also wir haben uns einen super Job hier ausgesucht, habe ich schon gesagt. Familie wird verpflegt. Das Gebäude ist auch richtig modern, also. Auf der Etage ist es echt dunkel. Ich sollte in den Elektroraum nach den Rechten sehen. Wo ist denn der Elektroraum? Ach, hier ist der Elektroraum. Hallo, Elektroraum. Psst. Die Sicherung fehlt. Ja, das ist... ja, true. Die Sicherung fehlt. Die Sicherung ist natürlich nicht in diesem Raum. Warum denn auch? Klar. Ich muss dann ja einen Screenshot schicken. Aus dem vorherigen Spiel. Aus Gründen. Busen suchen. Ja. So. Okay. Hier ist eine Tür. Warum fliegt die Tür so random auf mich gerade? Hä? Warum wirkt die Tür so random? Boah, ich will da nicht reingehen. Hallo? Das Blut? Was ist das? Hallo, wir sind ein Nachtwächter. Können Sie bitte... Hallo, ich möchte... Nein, also wirklich, ich bin ein Nachtwächter. Ich möchte Nachtwächteraufgaben machen. Und nicht so ein Scheiß hier, ne? Also wirklich. Ach, guck mal. Ah, wir können hier rein. Ist das nicht super? Toll. Der Hebel klemmt. Also als gäbe es keinen Strom. Das sollte ich mir ansehen. Ja, das ist richtig. Deswegen sind wir hier. Wahrscheinlich müssen wir da erstmal, ne? Hebel klemmt, ne? Natürlich klemmt der Hebel. Natürlich, natürlich. Geh doch nicht an dieses kuriose Gebäude. Wir können nichts machen. Wir sollen das Licht anschalten, Chat. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt.
Wir müssen in diesen ominösen Gang. Okay. Natürlich. Angenehm auch, ne? So. Angenehm auch. Hallo. Ich glaube, ich muss dem Chef Bescheid sagen, dass hier ein Problem ist. Hallo. Hallo? Blutet jemand hier? Hallo? Ist das die Person von der Toilette von unten gerade? Boah, ich will. Hallo? Ah. Klar. Hallo, Freunde. Ist hier jemand? Wir sind auch entspannt und haben keine Angst. Da kann auch mal die Polizei vorbeifahren. Hallo? Hallo? Ist das ein Lagerraum? Brennt? Hallo? Hallo, Freunde. Wie geht es euch? Ach, Dunkelheit. Hallo? Where are you? Hallo? Ich glaube nicht, dass wir die Sicherung hier finden. Also hier muss echt mal aufgeräumt werden, ne? Ah, Mensch, eine Sackgasse. Natürlich. Hallo. Ich bin der Nachtwächter. Ich bin neu hier. Ich habe nichts Böses im Schilde. Ach, hier ziehen sich die Mitarbeiter um. Das ist aber eine super Arbeitsumgebung, finde ich. Also es ist wirklich toll, dass die Mitarbeiter sich hier umziehen dürfen. Ist luxuriös, wie ich finde. Ach, natürlich. Ja. Eine Sicherung. Ja, nehmen wir doch einfach mal mit, ne? Auch schön hier, wie ich finde. Angenehm. Freue mich. Ein bisschen feucht, aber auch, ne? Ist auch super. Auch sehr super. Frage mich ein bisschen, was mit diesem Gebäude so schief läuft. Aber ja, klar. So. Wo ist denn eigentlich der Ausgang? Weiß es nicht mehr. Mann, geh doch weg! Ayamo, bist du's? Nee, bitte. Nicht. Lass mich hier. Oh, tschüss und so, ne? Puh. So, wir machen Licht an. Ja. Oh nein, ich höre Schritte im Wasser. Oh nee. Egal, was es ist. Geh. Guten Abend. Da sind sie ja. Das Licht geht immer noch nicht. Ich glaube, es gibt vier Hebel, die sie noch umlegen müssen. Was mit mir ist? Ich gehe jetzt. Viel Erfolg bei der Arbeit. Schön auch. Wirklich. Wirklich. Super. Okay. Wir sollen vier Hebel umlegen. Wissen wir ja schon, wie das geht, ne? Nummer 1. Warum klingt das eigentlich so aggressiv, wenn wir das machen? Nummer 2. Nummer 3. Und. Und? Wo ist Nummer 4? Nummer 4. Hallo. Ach, hier. Ah, das Licht geht wieder. Ist die Person von eben schon gegangen? Ich schaue mal den Überwachungsraum nach. Ja. Machen wir gleich. So, alles normal. Wir machen jetzt erstmal hier unsere Aufgabe. Und dann werden wir unseren Chef anrufen und hier mal hinterfragen, was das für ein ominöser Arbeitsplatz ist auch. Ne? Also wirklich sehr unangenehm.
Also schließen wir jetzt hier ab. So. Die Tür ist nebenbei weg. Klar ist die Tür weg. Tür ist weg und rote Fuß stampft auf den Boden. Natürlich. Klar. Was auch sonst. Natürlich. Ist die Frau vielleicht das Lebewesen, was uns angeschaut hat gerade? Ich habe Fragen. Ich sollte die Überwachungskammer prüfen. Ja, machen wir ja. Ganz entspannt Spiel. Alles entspannto. Da ist wieder dieser Fernseher. Gucken gleich in den Fernseher. So, 1F. Alles Piano. 2F. Sehe ich auch niemanden. 3F. Sehe ich auch niemanden. Wir sind 5F gerade, ne? Das ist auch heiß und spannend. Wir machen einen wirklich guten Job. Ich bin für eine Gehaltserhöhung nach dem ersten Tag. 6F. Dein Freund ist ein Wachmann, yep. Er ist echt cool. Da habe ich, aber. War er nicht schon immer in einer Beziehung? Ja, das sah alles klar aus, das mit dem Mann. Was? Also hast du ihn hier ausgespannt? Wenn du das so sagst, klingt das so schlimm. Naja, Bimbal und Kotter konnte ja nicht nein sagen. Ernsthaft? Gegen mich hatte sie sowieso keine Chance. Ich bin einfach attraktiv und das war unausweichlich. Ich kann jetzt verlesen. Du bist echt teuflisch. Kleines bisschen teuflisch. Was? Ayano, bist du's? Ah. Es steht vor unserer Tür. Angenehm auch. Ah, auf Etage 6 und 3 gehen die Kameras nicht mehr. Ja, angenehm auch, ne? Also. Ich will eigentlich in dieser Kamera bleiben. Also ich fühle mich in dieser Kamera sehr angenehm. Also ich trinke was. Chat. Nö. Wirklich? Nö. Will ja nicht raus. Sind wir Freunde? Ach, weißt du, ich gucke ein bisschen Fernsehen. Ein Messer an. Wir haben echt Glück. Das stimmt, dann können wir früher gehen. Und die Verantwortung wird auch uns auch abgenommen. Was, wenn er verkündigt? Ah, der wäre echt ein Problem. Wenn es passiert, würde ich glatt anfangen zu hassen. Adito. Okay. Aber wir wissen ja, dass der andere Nachtwächter verschwunden ist, ne? Just saying. Also. Ich ist nicht mehr da. Was war das?
Aber anscheinend ist uns das nicht so wichtig, was da passiert ist. Und wir sind einfach tiefenentspannt. Hey. Entschuldigung. Chat. Ich bin ehrlich zu euch. Ich dachte, die Mülltonne war das gerade. Es sah aus wie ein Monster. Guck mal, so von der Seite. Von hier sieht es aus wie ein Monster. Zwei Äuglein. Wir gehen einfach. Schon okay. Auch entspannt, ne? Natürlich gehen wir auf die nächste Etage. Natürlich gehen wir auf Etage 6, wo gerade ein potenziellen Mord passiert ist. Ja, let's go. Ich meine, wir sind halt Nachtwächter. Da müssen wir uns natürlich auch um die Sachen halt kümmern, ne? Ist mir halt bewusst, aber... Ach, Johnny, schlaf gut. Hallo, was machen Sie da? Entschuldigung. Können Sie das? Ist hier Traubensaft ausgeschüttet worden? Hallo? Schlafen Sie? Hallo? Hallo, ignorieren Sie mich nicht. Meine Güte, die Mitarbeiter haben hier wirklich, also wirklich Geld ist das so, um das mal zu erklären, ne? Hier wurde eine richtig krasse Party von den Mitarbeitern gefeiert. Also wirklich so eine richtig krasse Party, weil jemand eine Gehaltserhöhung bekommen hat. Dabei gab es eine Weinlieferung und die Weinlieferung, das war richtig teurer Wein, so tausendern Jens hat er gekostet, der hunderttausendern Jens, und das ist hier leider auf den Boden gefallen und dadurch ist der ganze Boden rot geworden. Also es ist halt teurer Rotwein, wisst ihr? Und dadurch, dass das passiert ist, wurden die alle ein bisschen sauer, haben den restlichen Billigrotwein genommen und haben einfach alles hier ja, so gestapelt halt. Anders wird es nicht gewesen sein. Das ist die einzige Wahrheit, die hier zugelassen wird. Schön, dass wir uns darüber unterhalten haben. Und wir gucken mal, ob der Feueralarm funktioniert. Cool. Alles normal. Super. Das lassen wir an. Das ist mal echt angenehm. Auch schön hier, ne? Wirklich. Hallo. Was ist das denn? Okay. Ist das so ein Foodautomat? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Oh, Chat, ich will halt auch echt so gerne mal nach Japan. Ich sag, wie es ist, ne? Diese ganze diese Food-Kultur und das mit Automaten und so und natürlich viele andere Sachen, das ist halt super faszinierend, wie ich finde. Ach ja. Ich find's schön, dass sie auch noch dabei ist. So, hier haben wir überprüft. Auf der Etage gibt's nebenbei keine... Toilette. Warum gucken sie so gruselig? Ich habe versucht, mit ihnen zu reden und sie reden mit mir nicht. Entschuldigen sie halt einfach auch, ne? Ah. Auch angenehm. Also das mit dem Rotwein meine ich natürlich. Was ist ihre Mission und wo ist die Frau hin, die getötet wurde? Ich guck. Die macht bestimmt irgendwas. Durch den Knopf. Matane! Viel Spaß! Okay. Super auch, ne? Mich wundert es, dass es hier kein Supporter-Stuff gibt. Wir müssen uns dringend mit den Arbeitsbedingungen, also wirklich, also hier muss... dringend mal sich darüber unterhalten werden, wie ich finde.
Dringend. Dringend, dringend, dringend. Komm, Mann. Die Knöpfe fehlen. Hier könnte welche in der Nähe sein. Ich sollte mich mal umsehen. Ja, es ist auch eine super Idee, nach Knöpfen zu schauen. Auf Etage 7. Ich glaube, die Etage wird umgebaut, Chat. Oh nein. Es war der Fahrstuhl, ne? Es war der Fahrstuhl. Das ist der Modkeller. Ist das so? Was ist hier passiert? Ach, guck mal, es ist eine Baustelle. Seht ihr? Ah, hier werden neue Büros gebaut. Hi. Du bist nur eine Puppe, ne? Okay. So. Hochklettern. Hochklettern ist auch immer eine super Idee, ne? Hallo. Sieht auch ganz normal aus. Nach unten klettern. Bin ja nicht zu euch. Ich habe etwas anderes erwartet. Aber es ist okay, dass es so passiert ist. Cool. Aber es hieß aber auch wirklich, Etage 7 sollte wirklich dringendst mal renoviert werden. Also. Wenigstens steht ein Pissoir. Das ist nett. Hatte nur kurz Angst, dass da ein Knopf drin ist. Aber ansonsten ist es doch super. Warum ist das so? Fick dich. Wirklich. Nee. Boah, nee, wirklich. Kann man so sein? Wie kann man so sein? Das sind zwei von denen. Das ist das hier, deren Motto, ihr Maskottchen oder was? Scheiß-Maskottchen ist das. Wirklich. Nee. Brauchst gar nicht so gucken da oben. So eine Kacke. Klar will ich hochklettern. Was gibt's auch Tolleres? Klar. Hallo? Okay. Kann wieder runtergehen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, what up? Jetzt guckst du wieder nach unten. Klar. Okay. Gehen in die andere Richtung. Nee, nicht. Spiel. Du glaubst jetzt nicht wirklich, dass ich auf diese gottlose Leiter hochkletter gleich, oder? Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich auf diese Leiter nach den Geräuschen hochkletter. Never. Tu mir das nicht an. Angenehm auch. Boah, schreib mich nicht an, egal was da ist. Ha, nice try. Nice try. So nicht, mein Freund. So. Gut. Also, irgendwas ist mit Puppen in dieser Firma, Chat. Irgendwas ist mit Puppen in dieser Firma. Ja. Ich glaube, die verkaufen Puppen und vermarkten die vielleicht. Weiß nicht. Ist dann die Frage, was für Puppen sind das? Sind das normale Puppen oder sind das? Ach. Ich bleib hier oben. Wow, ist das schön. Es ist so wunderschön hier oben. Es ist wirklich so wunderschön. Also wirklich super schön hier. Bitte spring mir nicht ins Gesicht. Gehen mal hier vorsichtig um die Ecke. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Freunde? Ihr müsst diese Etage dringend renovieren.
Also, ich hatte eine wunderschöne Zeit mit euch, aber Etage 8 wartet auf mich. Ich wünsche euch einen wunderbaren, angenehmen Abend. Also wirklich, einen wunderbaren, angenehmen Abend.